Kistenpacken heißt es ab sofort im Augusteum in Wittenberg. Dort, wo das Predigerseminar seit sage und schreibe 195 Jahren seinen Sitz hat. Hatte, muss es nun heißen, denn im Rahmen der Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017 bekommt die Ausbildungsstätte für Pfarrer ein neues Zuhause. Der Abschied aus dem Augusteum wurde mit einem lachenden und einem weinenden Auge begangen. Ja, es ist ein Tag, der ist auf der einen Seite mit Wehmut behaftet, wenn man so ein geschichtsträchtiges, wunderbares, historisches Gebäude verlässt, was zudem für diese Zwecke gebaut ist, für Lehre und gemeinsames Wohnen, dann ist es traurig. Und dann muss man Wurzeln lösen und Wurzeln aus dem Erdreich ziehen. Das ist auch mit Abschiedsschmerz verbunden. Und wenn man dann nach vorne guckt, ich habe hier gerade die Pläne vom Schloss vorgestellt, dann merkt man, was da am Schloss entsteht. Das wird auch eine gute, richtig gute Lösung fürs Predigerseminar werden. Eine wunderbare Lösung für die Stadt, zusammen mit der Schlosskirche dann das Predigerseminar dort zu haben. Ein wichtiger Tag nicht nur für das Seminar, sondern für die gesamte Stadt und das Bundesland. Denn mit dem Auszug der Vikare fällt der Startschuss für die Neuorganisation der Einrichtung Wittenbergs für das Reformationsjubiläum, wie Ministerpräsident Haselhoff deutlich machte. Jetzt wird's ernst. Jetzt geht's richtig los. Und das Land Sachsen-Anhalt ist mit der Kirche und den einzelnen Strukturen übereingekommen, wie diese praktische Rochade in dieser Stadt hier im Predigerseminar beginnend aussehen soll, um mit Blick auf 2017 mit den Etappen davor dann eine völlig neue Organisation und einen völlig inneren neuen Zusammenhang räumlich auch herzustellen. Haselhoff selbst war oft im Augusteum zu Gast, besuchte Sonntagsvorlesungen oder Konzerte und atmete die ganz besondere historische Luft des alten Gemäuers. An die schönen Zeiten in den Räumen erinnerte dann auch Bischöfin Ilse Junkermann bei einer gemeinsamen letzten Andacht, in der auch Hoffnung und Vorfreude auf das Kommende anklang. Auch Hanna Kasparek freute sich. Auf den Zusammenhang von Predigerseminar und Schlosskirche, dass wir wirklich in die Nähe unserer Ausbildungskirche kommen und diese Kirche noch ganz anders nutzen, aber auch geistlich prägen können, als das jetzt heute möglich ist mit dem Kilometer dazwischen. Ende Juli werden alle Kisten gepackt sein. Das Seminar wird dann zunächst in der Kranach-Herberge unterkommen. Die Blicke und Gedanken der Anwesenden richteten sich aber schon jetzt auf das Westende der Wittenberger Altstadt.